Heute auf unserer Pressekonferenz sprechen Liv Roth von Ums Ganze und Noah Sanders von der IL für die Disrupt-Aktionstage im Mai. Für uns spricht Mika Elster und Leo Meyer, also für die Wasserbesetzung Tessa Stoppen. Und Manu Heuer spricht für die BürgerInneninitiative. Und Manu fängt auch direkt an. Ja, danke. Also die Bürgerinitiative hat bisher immer dieses Camp hier unterstützt und wir haben uns mit diesem Camp solidarisiert, weil wir froh und glücklich sind, dass so viele junge Leute sich für Wald und Wasser einsetzen und dieses Camp hier gebaut hat. Wir verurteilen die Auflagen der Polizeibehörde hier für dieses Camp. Das hat mit demokratischer Meinungsbildung seitens der Polizei nichts mehr zu tun. Und wir haben jetzt gerade eine Info erhalten, die ich aber noch nicht weiter kommentieren will, weil ich noch nicht nähere Informationen habe. Okay, als nächstes sprechen für die Wasserbesetzung Tessa Stoppen, Mika Elster und Leo Meyer. Danke. Wir sind die Wasserbesetzung Tessa Stoppen in der Grünheide und wir sind immer noch hier, weil wir weiterhin das Mandat der BürgerInnenbefragung haben, um diesen Wald vor der Zerstörung zu schützen. Wir gehen erst, wenn die Werkserweiterung verhindert worden ist. Wir sind auch hier, weil wir einen Ort der internationalen Vernetzung und des Austausches geschaffen haben. Ein Ort, an dem wir eine Gegenutopie zum bestehenden System geschaffen haben. Ein Ort, an dem wir lernen und reflektieren. Unser Protest wird lokal und international unterstützt. Unsere Wasserbesetzung schützt die Trinkwasserversorgung der Menschen hier vor Ort, aber auch die Lebensgrundlage von Menschen weltweit. Wir sind auch hier, weil wir uns gegen die Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen im globalen Süden stellen. Besonders im Lithium-Dreieck werden Menschen weiter vertrieben und die Umwelt zerstört. Alles nur, damit Konzerne wie Tesla hier in Grünheide Elektroautos bauen können. Auch im Kongo zerstört der Abbau von Kobalt die Umwelt und führt zu Krieg und Leid. Es gibt also viele wichtige Gründe, hier zu sein. Ja, und trotzdem wird unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit hier weiter versucht einzuschränken. Unsere Versammlung wurde ja von uns am 8.3. versucht bis Mitte Mai zu verlängern. Wir haben aber über eine Woche sogar auf den Bescheid gewartet und haben den dann auch erst am Ende unserer ersten Versammlung am 15.3. quasi mit neuen Auflagen bekommen, die eigentlich unseren Protest unmöglich gemacht hätten. Wir haben natürlich direkt dagegen dann auch Widerspruch eingelegt. Vor allem haben wir Widerspruch eingelegt gegen die zeitliche Begrenzung bis zum 23.03. Die räumliche Beschränkung hier, da gehe ich auch gleich dazu nochmal ein. Das Verbot der Nutzung und den Rückbau der Baumhäuser, die Sie hier sehen. Und auch das Verbot der Kletterkurse, sowohl die Anmeldung von Einzelaktionen unseres Kulturprogramms. Ja, an sich gibt es aber eigentlich wenig Einwände, sowohl von der Forstbehörde nicht, als auch keine Waldbrandgefahr im Moment. Wir versuchen uns hier sehr, sehr naturfreundlich zu verhalten, versuchen auch uns so möglichst schonend hier auch generell aufzuhalten. Und generell haben wir auch einfach ein großes öffentliches Interesse, was man auch anhand dieser Pressekonferenz, glaube ich, ganz gut sehen kann. Trotzdem wurde mit der Auflage, dass wir hier nur bis zum 23.03. unser legitimer Protest erstmal faktisch versucht zu verbieten. Wir wollen hier auf jeden Fall bleiben oder hatten auch angemeldet bis mindestens 20.05. Da am 18.05. vermutlich die Entscheidung der Gemeinderatsvertretung zum Verkauf dieser Flächen, auf denen wir hier gerade sitzen oder stehen, fallen soll. Wir haben das dann begründet, wieso wir dagegen Widerspruch einlegen. Diese Einschränkung bis zum 23.03., das wäre dieser Donnerstag gewesen, wäre ein faktisches Verbot der Versammlung. Gleichzeitig ist auch die Beschränkung der Versammlungsfläche für uns rechtswidrig, da wir, wenn wir mehr Menschen werden, natürlich auch mehr Platz brauchen. Gleichzeitig gab es das Verbot der Baumhäuser ohne jegliche Gutachten, ohne fehlende Begründung, also keine Begründung der Versammlungsbehörde dazu. Und wir haben dann quasi ein Gutachten von einem Bauingenieur und eines Baumgutachters beantragt. Dazu vielleicht ein paar Zitate auch vom Bauingenieur. Ein Zitat jetzt. Alle Installationen weisen sehr hohe Sicherheitsstandards auf, die weit über das hinausgehen, was durch die Beanspruchung von Eigen- und Nutzlast erforderlich ist. Das
bedeutet sowohl unsere eigene Körpergewicht als auch die Nutzlast, das sind dann die Baumhäuser quasi. Und aus fachlicher Sicht spricht nichts dagegen, dass die Installation, also die Baumhäuser, über Monate hinweg, wenn nicht sogar über Jahre in den Bäumen verbleiben können. Und zusätzlich, ich sehe die Standfestigkeit der Plattform als gegeben. Genau, und vom Baumgutachter wurde auch gesagt, das Ganze ist baumschonend gebaut. Relevante Abscheuerungen sind mindestens, also frühestens in einem Jahr quasi zu erwarten. Diese Baumschoner sehen Sie auch bei den Baumhäusern überall. Das sind diese kleinen Holzbrettchen, die dafür sorgen, dass quasi der Druck auf das Cambium, das quasi den Baum mit Nährstoffen und Wasser versorgt, einfach nicht zu groß wird. Genau. Gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich auch, wenn wir hier neue Baumhäuser bauen würden, die weiterhin geprüft werden könnten, auch das Aufhalten unter den Baumhäusern, was uns verboten werden sollte, entfällt unserer oder dieser Einsicht auch wegen der Standsicherheit. Besonders schwierig ist natürlich auch das Verbot von Kletterkursen und das ist auch in unserer Sicht rechtswidrig, da es eben eigentlich kein Verbot zu klettern gibt und gleichzeitig dient es ja auch der Sicherheit von allen Versammlungsteilnehmerinnen, weil wir natürlich dadurch auch unser Wissen weiterführen können und auch weitergeben können. Und auch die Anmeldung dieser Einzelaktion ist eben auch nicht verhältnismäßig. Wir müssten hier quasi jede Einzelveranstaltung, unter anderem diese Pressekonferenz, immer mit der Versammlungsbehörde abquatschen. Ja, generell haben wir auch große Kritik am Verfahren an sich. Es gab unserer Ansicht nach große Verfahrensverstöße der Versammlungsbehörde. Es gab kein Kooperationsgespräch, keine Anhörung und das, obwohl sie eine Woche Zeit hatten. Und jetzt haben wir die Entscheidung. Alle Auflagen, die wir bekommen haben, waren rechtswidrig. Wir haben in allen Punkten Recht bekommen und werden deswegen auch weiterhin hier bleiben. Wir haben natürlich trotzdem zusätzlich zu dieser juristischen Kritik auch noch politische Kritik an dieser ganzen, an dem ganzen Vorgang, der jetzt dahin geführt hat. Und zwar gibt es einmal die Aussage von Wirtschaftsminister Steinbach, der von staatlich geduldetem Verhalten geredet hat. Und einerseits ist er Wirtschaftsminister und das ist Innenministersache und was hat er dazu zu sagen? Und die andere Sache ist, Versammlungen werden nicht geduldet, Versammlungen sind ein Grundrecht und das üben wir hier auch aus. Das sind Praktiken von einem Polizeistaat, wenn die Räumung einer Versammlung aus wirtschaftlichen Interessen heraus vorbereitet wird. Unser Protest wurde von Anfang an versucht zu kriminalisieren und nur durch viel Unterstützung und auf juristischer Ebene konnten wir eine Räumung bisher erfolgreich verhindern. Die angesetzte Räumung am vergangenen Freitag konnten wir dadurch aufhalten und die Polizei musste dann wieder abziehen. Das wissen wir aus einigen lokalen Quellen, aus unterschiedlichen Quellen. Darauf folgten dann Stellungnahmen der Polizei. Die Polizei hat behauptet, dass die Versammlungsleitung nicht erreichbar war und die Polizei hat aber in dieser Zeit, über die sie das behauptet haben, gar nicht versucht, die Versammlungsleitung zu erreichen oder zu kontaktieren. Das können wir beweisen. Sie gehen außerdem von einer falschen Versammlungsfläche aus, um zu behaupten, wir hätten uns schon räumlich ausgebreitet. Die Markierungen der Polizei stimmen nicht mit den Markierungen unserer angemeldeten Versammlung überein und wir haben die ja angemeldet. Das können wir auch beweisen. Da jetzt dieser positive Entscheid kommt, bleiben wir erstmal hier und üben unser Recht auf Versammlung bis mindestens zum 20.05. aus, so wie angemeldet. Wir sind seit 3 Wochen hier. Viele von uns sind wütend gegen die Kriminalisierung. Viele von uns sind wütend auf die Kriminalisierungsversuche der Landesregierung und der Polizei. Es ist anstrengend, aber wir sind weiter fest entschlossen, unseren legitimen Protest fortzusetzen. Unser Protest wird erst erfolgreich sein, wenn die Erweiterung der Gigafactory verhindert wurde. Wir sind wie das Unkraut, das immer wieder kommt. Unser Protest lässt sich nicht räumen. Damit sind wir verbunden mit den Kämpfen von Disrupt. Ja, guten Tag, auch von mir an alle PressevertreterInnen. Mein Name ist Noah Sander, ich bin von der Interventionistischen Linken. Und ich bin Liv Roth von ums Ganze.
Genau, wir sprechen hier für die Disrupt Tesla Proteste, die im Rahmen der Wasser, Wald und Gerechtigkeit Camp- und Aktionstage vom 8. bis 12. Mai stattfinden werden und den lokalen Protest ausweiten werden. Ich warte mal kurz den ab. Du musst näher rangehen, mit dem Mikro an den Mund. Wir sind Aktive für eine solidarische und klimagerechte Welt jenseits des Kapitalismus. Mit einem kämpferischen Blick schauen wir auf die Besetzung in Grünheide und danken unseren Freundinnen für ihren Widerstand gegen Tesla, gegen Elon Musk und gegen diese Werkserweiterung mitten in einem Wasserschutzgebiet. Das? Im Zuge einer solchen Besetzung entstehen natürlich viele Fragen und die bewegen auch uns. Wie konnte es sein, dass hier in einem so schönen Kiefernwald überhaupt erst eine Fabrik gebaut wurde, bevor es offizielle Genehmigungen gab? Wie kann es sein, dass ausgerechnet E-Autos die Verkehrswende der Zukunft sein sollen, obwohl dafür Ressourcen wie Lithium in rauen Mengen verbraucht werden, was andernorts bereits zu Wasserknappheit führt? Für diese Produktion in diesem Werk werden Arbeitende am Band und Menschen entlang weltweiter Lieferketten ausgebeutet. Was für ein Bild von Zukunft soll das sein? Das ist nur eine Fortsetzung der Ungerechtigkeiten der Vergangenheit. Dieser Wald ist ein Ort, an dem eine gesellschaftliche Entscheidung fällt. Eine Entscheidung zwischen einem klaren Votum der GrünheiderInnen für Wassergerechtigkeit und dem Profitkurs eines Konzerns. Mit Blick auf die nächsten Hitzesommer, die nächste Ahrtalflut, die nächsten Waldbrände, die wir, unsere Freundinnen, Eltern, Großeltern und vor allem Kinder erleben werden, fragen wir deutlich, warum halten es Politik und Wirtschaft für zukunftsträchtig, ausgerechnet Individualverkehr zu fördern, obwohl bekannt ist, dass Automobilität und auch E-Automobilität Teil eines Problems sind. Wir sind zutiefst erschüttert darüber, mit welchem politischen Vertrauen hier Elon Musk in einem Wasserschutzgebiet eine so wasserintensive und wasserverschmutzende Autofabrik bauen darf und auch noch hofiert wird. Und wir sind wütend darüber, mit was für einem halbgaren alternativen Bebauungsplan jetzt das Anliegen der GrünheiderInnen einfach abgefertigt werden soll. Ja, Sie wissen das bereits, dass es eine Menge an Skandalen, Umweltverbrechen und vor allem politischen Versagen, was hier in Grünheide zusammenkommt. Und das ist tatsächlich auch kein Einzelfall. Bundesweit werden zerstörerischen Industrien seitens der Politik die Türen geöffnet, während gesellschaftliche Belange um gerechte Ressourcenverteilung für nebensächlich erklärt werden. Denen stellen wir uns entschlossen entgegen. Ja, der sogenannte grüne Kapitalismus, der folgt den Profitinteressen von wenigen. Eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft für viele hat darin keinen Platz. Denn retten die Produktionsmaschinen von Tesla wirklich die Belange der Erde? Wie wäre es, eine Autofabrik tatsächlich zukunftsfähig neu zu gestalten? Wenn hier zum Beispiel Busse, Trams und Züge für lebenswerte, erholsame und saubere Städte und Dörfer gebaut würden? Wie wäre es, nachhaltig Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken und Wälder zum Spazieren zu haben? Die angedrohte Räumung der Wasserbesetzung macht es einmal mehr unmöglich, diese Fragen zu klären. Eine Drohkulisse beantwortet diese Frage mitnichten. Was hier von Seiten der Landesregierung, der Polizei und Tesla passiert, wiederholt nur falsche Lösungen innerhalb einer eskalierenden Klima- und Ressourcenkrise. Deshalb werden wir im Mai wiederkommen, mit mehr Menschen zurückkommen und für zukunftsfähige Wälder, für sauberes Wasser für alle und für eine kollektive Mobilität, die überall zugänglich und für alle gleichberechtigt ist. Sie können es sich fast denken, an eine Zukunft von Tesla, daran träumen wir nicht. Dagegen kämpfen wir für eine Zukunft für alle auf dieser Erde. Guter Letzt, für uns ist klar, dass die wirklich ohrenbetäubende und unverschämte Ignoranz gegenüber dem klaren Votum der Grünheiderinnen und der Wasserbesetzung Hand in Hand gehen. Die Räumung von Elon Musks Autofabrik ist längst hinfällige Zukunftspolitik. Wir werden wiederkommen im Zuge der Waldwassergerechtigkeit-Aktionstage im Mai.
Denn Tesla stoppen heißt Solidarität und Zukunft aufbauen. Vielen Dank. Ich möchte nochmal im Namen der BI Grünheide nochmal zu diesem B-Plan Light, den der Bürgermeister von Grünheide jetzt am Freitag den Einwohnern vorlegt. Ich weiß nicht, was daran nicht zu verstehen ist, dass 62,1% der Grünheider sich gegen die Erweiterung von Tesla ausgesprochen haben. Deswegen werden wir dafür kämpfen, dass dieser B-Plan 60 in der Schublade landet. Dann öffnen wir jetzt die Fragenrunde. Gibt es schon Fragen von Ihrer Seite? Und gerne dazu sagen, an wen diese Frage gestellt ist dann. Oder wollen Sie einfach sagen? Ich kann auch laut sprechen. Ja. Eine Frage an Frau Meier, Thorsten Metzner, Potsdamer Neuesten Nachrichten. Sie haben die internationale Zielrichtung des Protestes hier auch betont. Wollen Sie über den Mai hinaus hier bleiben? Sind Sie gekommen, um zu bleiben? Wir sind, wie schon gesagt, gekommen, um zu bleiben, bis das Werk verhindert wurde. Die Erweiterung. Die Erweiterung oder das Werk? Ja, die Erweiterung des Werks. Danke. Eine zweite Frage hätte ich noch an Herrn Sander von den interventionistischen Linken. Die sind ja heute das erste Mal dabei, im Unterschied zur letzten Pressekonferenz. Die interventionistischen Linken, Entschuldigung, das ist ein bisschen kompliziert, hatten, ich glaube, es war im vergangenen Jahr, waren verantwortlich für den Farbbeutelanschlag auf den Tesla-Shop nahe dem Bundesrat in Berlin, in der Mall of Berlin. Planen Sie weitere solche Aktionen, die über diesen friedlichen Protest, den wir hier sehen, hinausgehen? Ich spreche hier für die Disrupt-Aktionstage und ja, da werden vielfältige Aktionen auf uns zukommen. Ich kann das nicht genauer jetzt ausführen, weil es ein vielfältiges Bündnis von Gruppen ist. Wir als interventionistische Linke sind da nur ein Teil von und es wird ein bunter Protest werden, der den Ausdruck der breiten Bewegung hier in Grünheide deutlich machen wird. Ja, vielleicht weitere Fragen? Ich glaube, ja. Wir sollen Wasser aber auskippen. Ja, Wilhelm Kuschke, Deutsche Presseagentur. Ihr hattet vorhin über die Rolle vom Wirtschaftsminister Steinmach gesprochen. Es war ja der Innenminister, der letztlich die Auflagen dann vorgelesen hat. Wie schätzt ihr seine Rolle ein? Das schien so ein bisschen aus der Hüfte geschossen zu sein, auf die Auflagen, die er trotz der langen Zeit da trotzdem irgendwie ohne wirkliche Grundlage dann unterbreitet wurde, wenn man das Verwaltungsgerichtsurteil sich verteilt. Naja, für mich zeigt das einfach, wie ja, an den Haaren herbeigezogen diese Auflagen waren, weil das einzige Ziel dieser Auflagen war, uns hier quasi wegzubekommen, eine Räumung vorzubereiten. Und ich meine, stellen wir Böses denkt, Elon Musk war zu Besuch und dann sollten wir hier am Freitag letzter Woche geräumt werden. Ohne dass das über den legitimen juristischen Weg auch gegangen werden sollte. Dann gab es da ja Widerspruch auch von uns natürlich. Dann wurde das Ganze abgeblasen. Ich meine, die Polizei war schon hier in der Gegend am Üben. Das wissen wir, wie gesagt, aus verschiedenen lokalen Quellen. Und musste dann ja Donnerstagabend, wie wir das mitbekommen, wieder abziehen. Und das zeigt ja auch eigentlich, was das Ziel ist. Nämlich unseren Protest hier im Keim zu ersticken, uns zu räumen aus diffusen Gründen. Und es zeigt auch einfach jetzt mit diesem neuen Bescheid, wie wenig Ideen und wie wenig rechtliche Mittel sie auch eigentlich haben, uns nicht wegzubekommen. Wir sind völlig legitim hier. Das Ganze hier ist von der Versammlungsfreiheit gedeckt. Und ich glaube, diese Versuche, die jetzt hier kommen, die sind einfach eine krasse Blamage. Und ich meine, ich würde Steinmach einfach anbieten, zurückzutreten nach so einem Fauxpas. Er hat sich da komplett eigentlich aus seiner Rolle rausbewegt, hat hier, ja, hat eigentlich uns die Versammlungsfreiheit abgesprochen. Ich finde es einfach peinlich, gerade als Rolle von Minister, wo man eigentlich gerade so demokratische Prozesse, wie sie hier sind, und unserem Protest sollte man sie unterstützen und nicht irgendwie sagen, dass hier wird nur geduldet. Deswegen, ja, ich glaube, da müssen Sie, glaube ich, selber mal eine Krisensitzung einrufen und vielleicht können Sie sich auch selber in der Presse dazu äußern, ob Sie weiter so Politik machen wollen.
Sekunden. Okay. Wenn keinen Anwalt, dann habe ich doch noch eine. Am Freitag in der Pressekonferenz des Innenministers und auch in dem nun gekippten Auflagenbescheid durch das Verwaltungsgericht ist davon die Rede, dass Sie drei Bäume gefällt hätten und zersägt hätten, 30 Zentimeter, die hier in dieses Camp gebracht wurden. Können Sie dazu etwas sagen und werden Sie diese drei Bäume nachpflanzen? Es passt ja nicht so ganz ins Bild des Schutzes von Natur und Umwelt, das Sie hier zeichnen. Also ich weiß davon nichts. Kann ich jetzt nicht so beantworten. Ich meine, wir sind hier viele verschiedene Leute. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich finde die Frage auch ein bisschen spannend, weil natürlich hier über 100 Hektar Wald gefällt werden sollen. Und Sie fragen jetzt, ob wir drei Bäume gefällt haben. Finde ich ein bisschen Suggestivfrage, würde ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Ja. Hier ist noch eine Frage. Gibt es noch Fragen? Okay, gerne. Ich bin von Ewald, Märkische Oder-Zeitung. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist, warum ist es die Tatsache so wichtig, dass die Hütten in den Bäumen hängen? Hat das mit der Verteidigungsfähigkeit zu tun? Das würde ich gerne nochmal explizit hören. Und was habt ihr im Mai vor bei den Wasseraktionstagen? Gehen wir nicht weiter. Ich kann zu der ersten Frage schon mal was sagen. Es ist so, dass hier eine Waldbesetzung ist, weil wir den Wald schützen wollen und einen Baum kann ich nur davor schützen, gefällt zu werden, indem ich mich oben drauf setze und mit meinem Leben quasi mich mit dem Leben des Baums verbinde. So. Und solange ich da sitze, kann der Baum nicht gefällt werden und deshalb ist unser Protest an die Baumhäuser gebunden und die Baumhäuser sind Teil unseres Protests. Vielleicht noch ganz kurz was zur juristischen Komponente. Die Baumhäuser sind ja alle über 2,5 Meter gebaut. Das bedeutet auch, dass normale Bereitschaftspolizei die nicht betreten dürfen. Das dürfen dann nur Spezialeinheiten oder Klettereinheiten der Polizei. Und außerdem ist es auch sehr schön und ästhetisch und das ist auch quasi ein Grund, wieso wir Baumhäuser bauen. Genau, ich würde zu den Aktionstagen noch was sagen. Es ist ja hier. Vielleicht noch eine Frage dazu, ganz kurz. Und zwar, wird sich an dem Bild des Camps jetzt noch irgendwas ändern dadurch? Ihr habt ja im Endeffekt jetzt Luft, könntet ihr ja theoretisch jetzt nicht abbauen, aber zumindest diese 2,50 Meter hohen Tripods nicht mehr bauen, zum Beispiel. Ich würde erstmal die Frage beantworten und dann können wir darauf nochmal eingehen. Genau, zu den Aktionstagen. Ich glaube, für uns als überregionale Allianz ist hier in Grünheide wirklich ein Schmelzpunkt von Ungerechtigkeiten. Und da wollen wir einen vielfältigen Widerstand gegen leisten an diesem Protestwochenende. Und wir laden vielfältige Gruppen ein, mobilisieren bundesweit, hierher zu kommen und in der Weise, wie Menschen und Aktivistinnen das wollen, ihren Protest Ausdruck zu verleihen. So zur Ausdehnung oder ich? Gerne du. Genau, also wie es jetzt hier genau weitergeht, ist natürlich erstmal klar, dass wir hier bleiben werden. Wie sich hier die Gestaltung des Camps weiter aussehen wird, das kann ich so nicht beantworten, weil wir entscheiden hier alles in gemeinsamen Prozessen und das wird sich dann zeigen. Da können wir dann vielleicht in der Woche oder so Auskunft zu geben. Aber Stand heute haben wir diese Entscheidung, können hier bleiben, werden hier bleiben, werden hier weiter einen Protest ausüben. Aber wie sich das hier weiterentwickeln wird, ich denke, es wird immer schöner werden. So, das ist bisher immer so gewesen. Aber wie es genau weitergeht, kann ich leider gerade nicht beantworten. Vielen Dank für die Fragen. Wir würden dann diesen Teil der Pressekonferenz auch schließen und Sie können dann gerne mit den pressesprechenden Personen nochmal persönliche Interviews führen. Ja. Danke fürs Dasein. Mhm.